Hallo Fallout-Fans und Siedlungsbauer. Ich möchte euch in diesem kleinen Video zu Fallout 4 10 neue Siedlungsbau-Kits vorstellen. Also Mods, die euch neue Gebäude bauen lassen. Also wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, etwas größere Sanctuary-Häuser oder Containersiedlungen, Waldhütten, Gefängnisse etc. All das, was ihr normal mit dem Standard Fallout 4 halt noch nicht basteln könnt, was aber teilweise auch implementiert ist. Streng genommen bekommt ihr in den nächsten Minuten sogar ca. 15 Mods zu sehen, aber ich möchte euch 10 im Detail vorstellen und die weiteren mehr so nebenbei nennen. Eine Mod, die ich hier nicht aufführen werde, aber die ich total genial finde, ist Workshop Rearrange. Das habe ich bereits in den besten Siedlungsbau-Mods aufgelistet, deswegen werde ich es hier nicht nochmal explizit zeigen. Und damit fangen wir dann direkt mal an mit der Erstmod, die es in dieser langen Liste leider nur für den PC gibt. Ich kann euch sagen, die restlichen Mods gibt es tatsächlich auch für die Xbox One. Ich werde hier keine PlayStation 4 Mods auflisten, da diese Mods halt External Assets einbringen, also neue Texturen, Models etc. und das auf der PlayStation dank Sony nicht möglich ist. Das Adobe House Kit für die PC-Version von Fallout bringt quasi neue Stallteile mit sich, die aber komplett neu aufgebaut sind. Sie sind von der Größe her hoch wie die normalen Stallbausteine, deswegen findet ihr sie auch in dem Menü. Und wie unschwer zu erkennen ist, kommen sie in Beige, Grün und Rot daher. Es gibt neben komplett neuen Wandbausteinen, die also verschiedene große Fenster oder gar nichts haben, auch neue Dächer, die teilweise so eine abgerissene Mauer an sich haben. Es gucken vorne immer schön diese Holzstangen raus, damit ihr vielleicht noch ein paar Lampen dran aufhängen könnt. Und die Bausteine an sich verstecken sich nicht nur im Stallmenü, sie sind halt auch dazu kompatibel. Soll heißen, ihr könnt schräge Wände bauen, die dann wiederum mit den Spitzdächern von den normalen Ställen überdacht werden können, oder ihr setzt ganz einfach die Flachdächer drauf, die das Teilset an sich mitbringt. Neue Fundamentstücke gibt es in diesem Siedlungsbau-Kit nicht, das heißt, da müsstet ihr welche aus den vorhandenen Sets nehmen, aber die Größe stimmt hier halt mit allem anderen überein, sollte nicht das Problem sein. Neue Türen beinhaltet das Kit auch nicht, ihr habt halt nur Wände und Dächer quasi da drin. Wenn ihr also so kleine Finkas bauen wollt, dann würde ich dazu noch das Dust Bowl Overhaul empfehlen, damit das Ganze mehr nach Wüste aussieht. Und dann habt ihr quasi die ideale Atmosphäre geschaffen für eure südländischen Hütten. Und nun kommen wir zu einer Modifikation, die auf dem PC und der Xbox verfügbar ist, aber auf den unterschiedlichen Plattformen anders heißt. Grundlegend erlaubt euch diese Mod, Sanctuary-Häuser zu bauen. Also die Häuser, die standardmäßig schon in der Siedlung stehen, werden euch jetzt über verschiedene Bausteine zur Verfügung gestellt. Die Mods haben unglaublich lange Namen. Auf dem PC nennt sich das Ganze Rebuild, Modular Sanctuary Pre-War and Post-War Build Set, und auf der Xbox heißt es Pre-War and Post-War Sanctuary House Build Set. Egal wie es heißt, auf welchem System ihr es auch benutzt, ist das ein unglaublich ausgereiftes Set an Bausteinen. Ihr habt hier sowohl Pre-War als auch Post-War Häuser, wie ihr gerade gehört habt. Das bedeutet, dass diese Bausteine zum einen in einer wirklich sauberen neuen Form verfügbar sind, als auch in dieser kaputten, dreckigen Form, wie die Sanctuary Häuser jetzt aussehen. Also wenn das Spiel tatsächlich begonnen hat. Und diese Pre-War-Version, die saubere Version, sieht halt aus wie im Intro in dem Prolog des Spiels. In beiden Sparten gibt es Außenwände in vier verschiedenen Farben, also hier in dem Blauton, den ich gerade verwende, natürlich in dem Gelbton, den ihr auch in den Sanctuary-Häuser finden könnt, und ich glaube dann zusätzlich noch
in Gelb, in Grün und in Rot. Die Wände haben innen immer weiße Verkleidung, genauso gilt das für die gesamten Innenbausteine. Und so ziemlich jeden Wandtyp gibt es mit verschiedenen Texturen, also entweder mit unterschiedlich großen Fenstern, wie ihr hier schon in meiner Bauweise sehen könnt, als auch dann mit verschiedenen Löchern, Schäden etc. Es kommt also wirklich keine Langeweile auf. Als Böden könnt ihr hier auch sehr gut die normalen Standardböden verwenden, die dann zwischen die einzelnen Etagen schieben. Und falls damit Lücken entstehen, gibt es auch Füllobjekte. Also Füllobjekte, die sich den Fassaden anpassen und auch immer die richtige Höhe haben. Es gibt weitere Füllobjekte in waagerechter als auch senkrechter Form. Es gibt verschiedene Stützpfeiler. Es ist eigentlich alles dabei, was man in so einem Siedlungsbaukit gebrauchen kann. Wie ihr sehen könnt, auch halbe Wände und somit Türdurchgänge, die nicht nur in der Mitte sind, sondern dann auch an die Seite etc. platziert werden können. Ihr seht, es gibt Treppen, die über die Ecken gehen. Alles ist hier mit enthalten. Das ist eine extrem gute Mod, die ich jedem nur empfehlen kann. Ach ja, und verschiedene Dachstuhlteile gibt es natürlich auch. Damit kann man um die Ecke bauen, alles machen, was das Herz an sich begehrt. Wenn ihr euer Sanctuary also komplett neu aufbauen wollt, dann ist diese Mod für euch genau das Richtige. Damit hier keine Langeweile aufkommt, kommen wir jetzt mal wieder zu was ganz anderem optisch, den Boxhouses. Das ist ein Siedlungsbaukit, was euch zum einen diese schon bekannten orangen und blauen Güterbahnwaggons in noch mehr Detail bauen lässt und zum anderen diese Frachtcontainer tatsächlich als einzelne Bausteine zur Verfügung stellt und euch auch damit die Möglichkeit gibt, daraus Häuser zu bauen. Auch diese Mod gibt es für den PC und die Xbox. Das ist eine der vielen Mods, die zum Masterplan gehören. Also das ist wiederum so eine Standard-Mod, die andere Mods einfügt bzw. als Plugins hat und damit in das Baumenü implementiert. Alle Sachen, die ihr im Masterplan einbaut, findet ihr im Holzmenü ganz rechts. Das ist dann Masterplan-Menü und das hat als Untermenüs dann die ganzen anderen Plugins bzw. Mods, die ihr dafür verwendet. So, und ich denke, die ersten Unterschiede habt ihr schon gesehen. Also ich gehe hier mal kurz mal wieder die ganzen Bausteine durch. Aber was diese Containerwaggons angeht, also die Güterbahnwaggons, da könnt ihr jetzt halt auch halbe Wände bauen, bessere Türen bauen, Türen innerhalb der Waggons verlegen. Außerdem könnt ihr so eine Art Railing-Geländer produzieren, womit man dann so einen Balkon machen kann, wie ich das gerade schon gezeigt hatte. Und ihr könnt tatsächlich auch Schienen verlegen. Also erstmal Schienen platzieren und dann darauf diese komplett, ich glaube, drei Bausteine langen Güterwaggons. Oder ihr könnt darauf Bausteine von Güterwaggons zusammensetzen. Das Problem an der ganzen Sache mit den Schienen ist nur, dass diese Prefab-Dinger echt groß sind und sich relativ schlecht platzieren lassen. Also die erste Orientierung ist da ein bisschen schwierig. Aber es gibt bei den Schienen dann halt auch Schrägen, wie ihr hier gerade sehen könnt, was bei mir halt ein bisschen problematischer jetzt gerade ist bei der Platzierung der Waggons selbst. Außerdem könnt ihr Kurven legen, ihr könnt mit den Schienen auch Brücken bauen, was ich ja gerade in dem Beispiel schon gemacht hatte. Ja, und dann könnt ihr natürlich auch noch komplette Siedlungen aus den ganzen Containern basteln. Also nicht den Güterwaggons, sondern so eine Art Frachtcontainern. Die Container gibt es in echt vielen Farbvariationen, auch wieder mit halbem Baustein und von jedem Wand- und Bodenteil gibt es immer so zwei, drei verschiedene Texturversionen, damit wirklich Abwechslung in der ganzen Sache steckt. Ich glaube, auch bei dieser Mod bleibt so gut wie kein Wunsch offen. Die nächste extrem geniale Modifikation ist Symbiotic Settlements. Das ist eine Mod,
die ja eines der normalen Bausteinsets, die es theoretisch in Fallout 4 schon gibt, neu einfärbt und erweitert. Also ihr könnt das hier an meinem kleinen gebauten Pub sehen. Normalerweise ist dieses Bausteinset mit orangen Ziegeln versehen und hat dazu bräunliche Fenster und einen schwarzen Dachstuhl. Ist euch in der Innenstadt von Boston sicherlich schon mal begegnet. Warmog hat alle diese Bausteine ein bisschen bräunlich gefärbt, sodass sie optisch sehr gut zusammenpassen und erweitert mit anderen komplett neu von ihm entwickelten Bausteinen, die das ganze Set dann extrem gut vervollständigen. Das, was ihr hier sehen könnt, ist übrigens so ein etwas aufwendigerer Bau von mir, den ich einfach mal so als Beispiel für eine Kneipe gebaut habe. Da sind noch andere Mods drin verwendet, zur Dekoration. Die ganzen Möbel hier zum Beispiel stammen aus Thematic and Practical, die Poster aus Graffiti Ds, Posters in Signs of Our Times, aber die Grundbausteine des Sets möchte ich euch jetzt noch mal kurz zeigen, beziehungsweise die tollen neuen Features, die Symbiotic Settlements mit sich bringt. So, also zum einen gibt es schicke Geländer, die ihr zum Beispiel für den Dachstuhl oder auch innerhalb der Gebäude verwenden könnt. Ich habe die ja gerade hier für das Innere meiner Kneipe verwendet. Es gibt verschiedene Blumenbeete, die genau wie die Geländer an alles dran snappen und die ihr halt auch schön auf dem Dach etc. platzieren könnt. Für die Blumenbeete gibt es verschiedene Gewächse, auch teilweise neue. Dann gibt es halt neue Dachstuhlbausteine, also die wirklich die Höhe von einer normalen Etage haben, mit denen ihr auch verschiedene Ecken bauen könnt und die immer so türgroße Öffnungen haben, in die könnt ihr entweder tatsächlich Türen einsetzen oder Fenster, die aussehen wie Türen, wie ihr hier sehen könnt, also die dann unten einfach abgedeckt sind und sich nicht öffnen lassen, wirklich als Fenster einfach agieren. Ihr könnt als neue Stromquelle Solarpanels bauen, die dann tagsüber Energie liefern. An die könnt ihr wiederum Batterien anschließen, damit sie auch in der Nacht Strom erzeugen, beziehungsweise die Batterie speichert den Strom, damit das wirklich 24/7 immer mit Strom versorgt ist. Und das Siedlungsbauset enthält ebenso ein komplettes Abwassersystem. Das heißt, ihr könnt Abwasserrohre bauen. An diese lassen sich Waschbecken und Toiletten anschließen. Und wenn ihr dann auch noch eine Abwasserpumpe irgendwo in der Siedlung baut, dann funktioniert das ganze System auch und erzeugt zudem Happiness, weil die Leute halt aufs Klo gehen können und sich die Hände waschen können. Außerdem gibt es ein Trinkwassersystem über eine Regentonne und es gibt auch verschiedene Shopsysteme, die sich über snappende Matten platzieren lassen. Also der Autor hat wirklich an alles gedacht. Diese Mod ist sehr umfangreich und aus meiner Sicht extrem empfehlenswert. So, nach dieser Modifikation für eigentlich nur einen einzigen Gebäudetyp möchte ich mal wieder zu was sehr Umfangreichem kommen. Hier seht ihr das Snappy House Kit bzw. gerade ein Kirchenbau daraus. Snappy House Kit ist ähnlich umfangreich wie Workshop Rearranged, bietet unglaublich viele neue Gebäudesets bzw. eigentlich alles Gebäudesets, die schon in Fallout 4 vorhanden waren, aber das Spiel euch nicht selbst zur Verfügung gestellt hat. Ich möchte euch hier in dieser kleinen Übersicht der Bausteine nur mal ein paar Sachen zeigen. Also da sind wirklich unglaublich viele Prefabs drin, also wirklich schon komplett zusammengesetzte Gebäude, die ihr einfach nur noch platzieren braucht, womit ihr euch dann in Windeseile ein eigenes Covenant oder sonst was basteln könntet. Und es gibt auch extrem viele neue Gebäudesets mit sehr vielen guten Bausteinen, die extrem schön aneinander snappen. Wenn ihr also eine Modifikation für möglichst viele verschiedene Gebäude sucht, dann ist das Snappy House Kit sicherlich eine Überlegung wert. So, und während ich diese Kirche gebaut habe, ist mir aufgefallen, dass es noch eine zweite extrem gute Modifikation gibt, die sich aber nur um Kirchen dreht. Ich hatte nämlich ein paar Probleme, diese Kirche zu bauen, weil der Eingang sich etwas schwer gestalten ließ. Also es gibt zwar so Bausteine, die ich rings um die Kirche verlegt habe,
und die quasi erträglich aussahen, aber mir hat so eine richtig schöne Treppe zum Beispiel gefehlt. Und wenn ihr wirklich nur Kirchen bauen wollt, dann kann ich euch Atoms Greatness empfehlen. Das ist eine Mod, die euch alles rund um die Kirche bauen lässt. Mit Atoms Greatness habe ich jetzt für euch hier kein Gebäude gebaut, keine neue Kirche gebaut, aber ich gehe zumindest mal die Bausteine durch. Es sind alle Bausteine vorhanden, die ihr auch in Snappy House gehabt habt, also auf die Kirche bezogen und noch deutlich mehr. Ihr habt verschiedene Fundamente, ihr habt Treppen, die um Ecken gehen, also Ecktreppen, Bausteine. Ihr habt verschiedene Ziegelvariationen für alles, verschiedene Fenster. Es ist wirklich extrem viel dabei. Ihr könnt Steinkirchen bauen, ihr könnt Holzkirchen bauen, ihr habt verschiedene Dachvariationen, wie ihr gerade sehen konntet. Und was auch noch sehr cool ist, ihr könnt auch noch freistehende Mauern bauen, also um das Ganze umzäunen zu können. Und außerdem könnt ihr einen Friedhof damit bauen. Das heißt, ihr könnt Gräber und Grabsteine legen und diese snappen auch aneinander. Das heißt, ihr braucht nur ein Grab quasi platzieren, dann snappt das nächste Grab automatisch da dran. Der Grabstein snappt ans Kopfende und so weiter. Für den ganzen Bau von Kirchen und Friedhöfen ist also Atoms Greatness wirklich die ultimative Wahl. Atoms Greatness erfordert aber auch wieder den Masterplan. Also diese Mod ist möglicherweise nicht mit anderen Mods kompatibel, die das Holzmenü verändern, wie zum Beispiel Workshop Rearranged. Das möchte ich einmal kurz vorwegnehmen. Und eine noch erwähnenswerte Sache, die Mod hat außerdem Grabstein für Preston, was meiner Meinung nach einen Extrapunkt verdient. So, jetzt wechseln wir bei der nächsten Modifikation mal wieder komplett das Thema. Das hier ist Hex Homes. Damit könnt ihr wirklich nur hexagonförmige Häuser bauen. Und die gibt es dann mit verschiedenen Texturen, die alle so metallisch sind und nach Belieben einen oder zwei Eingänge haben. Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Versionen von Stützpfeilern, die ihr bauen könnt. Das Ganze versteckt sich im Gerüstmenü eurer Strukturmenüs. Und da hört es mit den tollen Vorzügen der Mod auch schon wieder auf. Also der Mod-Autor hat da sicherlich eine Menge Arbeit reingesteckt, weil das wirklich komplett neue Modelle sind und die snappen auch ganz gut aneinander, wenn ihr sie nebeneinander platzieren wollt, beziehungsweise an den Stützen snappen sie auch gut. Aber wie gesagt, sie sind im Gerüstmenü und sie arbeiten nicht sonderlich gut mit den normalen Gerüstteilen zusammen. Eine andere Sache, die mir nicht gefallen hat, ist, wenn ihr Häuser aufeinander platziert, könnt ihr die nicht drehen. Da orientieren sich immer Eingang an Eingang, also die Eingänge sind genau übereinander. Ich wollte zum Beispiel so eine Art Wachhäuschen bauen mit einer Brücke darüber, ging nicht so gut, weil die Bausteine das nicht zugelassen haben. Aber andererseits ist die Mod auch noch relativ neu. Es kann sich also noch einiges tun. Die ist jetzt vor wenigen Wochen erschienen. Wer weiß, vielleicht kommen ja noch einige coole Features hinzu. Ich möchte hier natürlich keine Langeweile aufkommen lassen, deswegen zeige ich euch jetzt mal was ganz anderes. Das hier ist PC Ducks Build a Wall. Wie der Name schon sagt, könnt ihr damit Wände bauen und damit sind Außenwände, Verteidigungswände gemeint. Sämtliche Bausteine, die diese Modifikation zur Verfügung stellt, findet ihr im Zaun- bzw. Schrottzäune-Menü. Es gibt ein Tor, was genauso aussieht wie das Schrottzauntor, was ihr schon bauen könnt, hat aber einen anderen Namen, einen englischen Namen in dem Fall. Und das solltet ihr auch statt dem normalen verwenden, denn nur an das snappen die neuen Teile, die alten Schrottzaunteile snappen nicht an die der Modifikation. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr dann verschiedene Guardposts bauen. So ziemlich jede Wand gibt es mit verschiedenen Texturen. Es gibt metallische, verzierte, hölzerne Wände mit Stacheldraht etc. Und es gibt ganz gerade Wände und welche mit, ich sag mal, Innenvorsprüngen. Wie ihr sehen könnt, sind sämtliche Bausteine zwei Etagen hoch. Das heißt, theoretisch sollte keiner drüber springen können. Praktisch können sich aber Gegner einfach auf die andere Seite teleportieren. Ist leider eine Spielmechanik von Fallout 4. Das Ganze dient also zweifellos mehr der Optik, beziehungsweise wenn ihr irgendwie so eine Art vorbauen wollt.
Die ganzen Wände haben extrem viele Snap-Stellen. Das heißt, ihr könnt sie unterschiedlich aneinander klitschen, auch mal eins etwas höher oder etwas tiefer versetzt. Und sie pappen auch, sofern sie diese Innenstreben haben, an den Innenseiten zusammen. Das ist wirklich eine coole Sache, denn auf beiden Etagen haben die Bauteile damit die Möglichkeit, dass ihr normale Bodenplatten dran snappt und dann beliebig dicke Wände damit quasi baut, die innen quasi Durchgänge haben. Der einzige Haken, der mir in dem Zusammenhang aufgefallen sind, sind die Eckteile, denn es gibt keine Innenecken. Das heißt, an den Ecken sieht es relativ komisch aus, wenn ihr innen die gleichen Mauern baut wie außen. Dann passt die innere Ecke vielleicht nicht immer so ganz, aber andererseits sind das ja auch Junk-Fences. Die Ecken gibt es sowohl in dem normalen 90-Grad-Winkel als auch, ich glaube, so einer 30-Grad-Version oder so. Das heißt, ihr könnt auch Kurven bauen und dann wird es natürlich extrem problematisch, wenn ihr Bodenplatten dazwischen verlegen wollt. Dann entstehen zwangsläufig irgendwelche Lücken, weil es dafür halt nicht so die richtigen Bodenplatten gibt. Sei denn, ihr arbeitet vielleicht mit Cimetic and Practical zusätzlich noch. Das habe ich nicht so ganz ausprobiert. Ihr könnt aber, wie gesagt, sämtliche Bausteine mit den normalen Holzbausteinen etc. verbinden. Das heißt, hier Geländer daraus basteln, die normalen Wachposten da dran setzen und ähnliches. Ja, und damit könnt ihr dann so eine fette Mauer zur Verteidigung bauen, wie ich das hier gerade gemacht habe. So, und ich benutze jetzt die gleiche Baustelle, um euch die nächste Modifikation vorzustellen. Das ist Sandbag Fortifications. Und wie ihr jetzt an der Optik sehen könnt, lässt euch diese Mod hauptsächlich Schützengräben und alles mögliche andere aus Sandsäcken bauen. Sicherlich eine extrem coole Idee, wenn ihr eine Gunner-Festung bauen wollt oder ähnliches. Die gesamten Bausteine für die Schützengräben gibt es in verschiedenen Längen. Es gibt Ecken für Innen und Außen. Ihr könnt theoretisch tatsächlich schmale Gräben bauen, indem ihr auf beide Seiten diese Wände platziert. Nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe. Hier, dass ich noch eine extra Wand, quasi einen extra Wall aus einem Graben einfach drumrum ziehe. Aber ich wollte das Ganze auch etwas platzsparend hier aufbauen. Ihr könnt obendrein verschiedene Verteidigungsstellungen bauen, die aus Sandsäcken und irgendwelchen Tarnnetzen bestehen. Und es gibt zusätzlich noch verschiedene Stacheldrehzäune und ja, natürlich einzelne Sandsackkombinationen und so eine Art Panzersperren, die ihr auch noch zusätzlich aufstellen könnt. Also, wenn ihr so ein richtiges Militärlager bauen wollt, dann ist Sandbag Fortifications für euch genau das Richtige. Weiter geht's mal wieder mit einer ganz anderen Modifikation. Das hier ist Bob's Iguana Diner, eine Modifikation, die ebenfalls zum Masterplan gehört und euch einfach nur Diner bauen lässt. Also ein bisschen umfangreicher als dieser Diner, den ihr beim Starlight Drive-In sehen könnt oder dem normalen Drumlin Diner, der ja etwas außerhalb von Sanctuary liegt. Die Modifikation lässt euch sowohl den Classic Diner bauen, den ihr hier gerade sehen könnt. Das heißt, diese Bausteine sind in dem Gelbton verfügbar, den ihr so normal kennt, oder in einem Blauton. Sämtliche Bausteine, also die Wände hier, gibt es immer in zwei, drei Variationen von den Texturen her, damit genug Abwechslung vorhanden ist. Außerdem gibt es diese Standardwände mit so einer Art Thekenvorbau oder ohne, damit man auch draußen geht. Dran setzen könnte mit den ganzen Hockern und so weiter. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass es diese, ich nenne sie jetzt mal runden Ecken, auch wenn sich das komisch anhört, nur mit den Theken gibt. Das heißt, wenn ihr rundrum eigentlich Wände ziehen wolltet, die keinen Vorbau haben, dann steht in den Ecken komischerweise was über. Aber ansonsten ist da wirklich kein Wunsch offen. Ihr könnt sämtliche verschiedene Gebäudeformen daraus bauen. Es gibt Nischen für kleine Erker oder sowas. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr Boden und Decke gleichermaßen verlegen. Es gibt Sitzecken für drin, die aneinander snappen. Genauso snappen die Hocker und Theken aneinander, damit ihr gerade Linien verlegen könnt.
Die Mod enthält außerdem verschiedene Poster, die recht gut in Diner passen und ihr damit aufhängen könnt. Und es gibt zusätzlich noch so eine Retro-Diner-Version. Die ist ganz anders gestylt, die sieht ein bisschen mehr aus wie so ein Vault oder ähnliches. Und auch die gibt es in verschiedenen Farbvariationen. Nach dieser gewissermaßen Erweiterung eines schon vorhandenen Bausteinsets möchte ich euch jetzt mal wieder was komplett Neues zeigen. Das hier ist The Cabin in the Woods. Diese Siedlungsbau-Kit lässt euch ja Holzhütten bauen mit Inneneinrichtungen etc. und gibt auch dabei wieder extrem viele Möglichkeiten preis. Cabin in the Woods ist mal wieder eine Modifikation, die eigentlich zum Masterplan gehört. Es gibt sie aber auch als Nicht-Masterplan-Version. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr neben normalen Hütten auch Prefabs erstellen, wie diese Baumstumpfhütte oder diese andere runde Hütte hier im Hintergrund. Es gibt die Hütte, die ich da gerade gebaut habe, in drei verschiedenen Texturen. Und es gibt noch einen komplett anderen Hüttentyp, der mehr so Wikinger-mäßig aussieht. Und auch der ist wiederum in zwei verschiedenen Textur- bzw. Farbvariationen verfügbar. Die Dächer gibt es, glaube ich, in vier verschiedenen Variationen, also normal Schiefer mit Gras bzw. Moos bewachsen, mit dem Gestrüpp, was ich gerade drauf hatte. Ihr habt sogar verschiedene Fundamente, wie ihr gerade gesehen habt, also wirklich so ein Fels, der sehr cool als Basis wirkt. Ihr könnt Terrassen bauen, es snappt alles extrem gut aneinander. Ach ja, auch diese normalen Durchgänge und Fensterbausteine haben zusätzliche Glasbausteine, damit ihr tatsächlich Fenster einsetzen könnt, wenn ihr das wollt. Es gibt noch breitere Scheunentore. Ja, und die Türen sind natürlich auch komplett neu. Die sind wirklich alle für dieses Set gestaltet, was es sehr vom normalen Standard-Bausteineset von Fallout 4 abhebt. Verschiedene Geländer und Stützpfeiler gibt es ebenfalls und wie gesagt auch eine kleine Einrichtung, also zwei verschiedene Betten, ein Tisch, Hocker, es gibt Kaminfeuer, also es gibt einen Kamin, in den ihr auch verschiedene Feuer reinsetzen könnt, die dann tatsächlich brennen und also kleine Gimmicks, die zu einer Holzhütte gehören würden. So, nun komme ich zu einer Modifikation, die ihr schon öfters gesehen habt, wenn ihr meine Fallout 4 Videos verfolgt. Das hier ist das Brotherhood of Steel Set aus Thematic and Practical. Die meisten Leute benutzen Thematic and Practical sicherlich für diese etwas ungewöhnlichen Holzbausteine, mit denen man sehr schön irgendwelche Shops basteln kann in der typischen runtergekommenen Siedlung. Aber ich habe mir gedacht, ich baue jetzt hier mal aus diesem Brotherhood of Steel Set so eine Art Gefängnis. Also das Ganze ist nicht fertig, es ist weit von der Fertigstellung entfernt. Aber ich denke, ihr bekommt ungefähr den Eindruck, was man mit diesem Set Tolles machen kann. Ich habe damit gerade so eine Art Eingangsbereich gestaltet, durch den die Gefangenen reingeleitet werden, dann die verschiedenen Zellen in der Mitte, das was links zu sehen war und diese offenen Schlitze quasi an der Seite ist, habe ich mir so als Duschen gedacht, hätte man natürlich noch einrichten müssen und auf der gegenüberliegenden hinteren Seite dann quasi die Messhall, wo die Leute speisen. In meinem gerade gezeigten Beispielgefängnis habe ich aber nicht nur Bausteine aus Thematic and Practical benutzt, sondern ebenfalls gerade so ein paar Gitter und Zäune aus Vanilla Extensions benutzt. Vanilla Extensions ist wiederum sowas ähnliches wie Workshop Rearranged oder das Snappy House Kit, was ich schon gezeigt habe. Es vereint quasi alle möglichen Bausteine, die ihr so normal in Fallout haben könntet, aufgesplittet nach den verschiedenen Kategorien. Also hier seht ihr zum Beispiel gerade wieder Beispiele aus der Holzkategorie und es ist so ziemlich alles drin, was ihr auch in Workshop Rearranged etc. findet. Meiner Meinung nach ist es genauso umfangreich, aber nicht ganz so intuitiv aufgebaut von den Menüs her. Also mir liegt Workshop Rearranged noch immer ein
ein bisschen besser. Aber falls ihr ganz einfach auf diese komplette Palette von Masterplan zurückgreifen wollt, wie zum Beispiel Atom's Grace für die Kirchen, den Bob Steiner und so weiter, dann ist Vanilla Extensions natürlich die ideale Wahl für euch. So, und damit bin ich mit meiner Liste der Mods, die ich euch tatsächlich zeigen wollte, jetzt durch. Ich habe jetzt quasi noch 3 weitere Mods, so als Honorable Mentions, also die ich kurz abreißen möchte, aber euch hier nicht mit einem fertigen Bau etc. zeige, sondern nur anhand von Screenshots. Mod Nummer 1 ist GCV Builder. Diese Mod lässt euch Brücken bauen, also Rampen und Überführungen. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch so eine kleine Lücke, die Fallout hat, womit diese Mod sicherlich ihren Zweck erfüllt. Ebenfalls für den Masterplan gibt es noch Red Rocket Reborn, womit ihr diese Red Rocket Tankstellen bauen könnt. Sie ist ein bisschen umfangreicher, was die Gestaltung angeht, aber die Mod selbst lässt euch einfach nur Red Rocket Stellen bauen, quasi die Prefabs und jetzt keine detaillierten Bausteine, um eine riesige Tankstelle zu erstellen oder sowas in der Art. Und die allerletzte Mod in meiner Liste hier ist Clean Shacks. Das lässt euch quasi neu texturierte Versionen der Holzhütten bauen. Also man kann das ein bisschen an der Optik erkennen. Hier wurden die Texturen der Holzbretter und des Metalls ersetzt. Die Struktur ist sehr ähnlich. Es gibt vielleicht ein, zwei größere, besser aussehende Fenster. Aber grundlegend ist das mehr oder weniger eine Neutexturierung von vorhandenen Bausteinen. So, und das war's jetzt. Damit solltet ihr echt genug Mittel haben, um euch die perfekte Fallout 4 Siedlung zu bauen. Und somit hoffe ich, dass ihr meine Zusammenstellung der Mods in diesem Video nun mit einem Like belohnt. Vielen Dank!